Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Türchen von roundabout 50 Kilometer, was ich am 26.09.2023 hier vom Bahnhof Gerresheim aus gemacht habe. Ja, leider musste ich die Anfahrt von Wuppertal-Ronsdorf ausmachen. Ja, und die Tour habe ich nicht zuletzt auch dank des 49-Euro-Tickets gemacht. Ja, hier am Bahnhof Düsseldorf-Gerresheim, wie man sieht, wollte ich euch zeigen, ja, kein Aufzug für, tja, behinderte Menschen, Barrierefreiheit lässt grüßen. Also durfte ich dort mein roundabout gut über 30 Kilo schweres Fahrrad dann da hoch schleppen. Ja, jetzt bin ich auch schon auf dem Weg hier von dem Bahnhof Düsseldorf Gerresheim. Hier links übrigens die Endstation der Straßenbahnlinie. U-Bahn glaube ich nicht, aber glaube Straßenbahnlinie. Jetzt bin ich hier auf der anderen Seite von dem Bahnhof Düsseldorf Gerresheim und man hat es dann da eigentlich nicht sehr weit. Von dort aus, wie ihr hier seht, schon geht es eigentlich schnurstracks und ziemlich schnell ab ins Grüne zur Düssel. So nach circa einem Kilometer vom Bahnhof aus. Ja gut, ich musste ja erstmal die Seite wechseln. Hier seht ihr auch schon die Düssel. Wobei ich auf der Tour in Richtung Unterbacher See hier immer der Düssel, die teilt sich hier irgendwie. Das nennt sich dann auch zu guter Letzt südliche Düssel und führt dann hier irgendwie bei Fennhausen, ich nehme an, das ist ein Ortsteilchen von Düsseldorf, recht idyllisch bzw. viel im Grünen entlang der Düssel. Ja, das ist dann recht angenehm zu radeln. Und irgendwann nach 3,2 Kilometer biege ich dann auch ab und es ist dann hier irgendein anderes kleines Bächlein. Name unbekannt. Wie ihr seht, hier gibt es dann auch so das schöne grüne, ins grüne Gras eingefressene Fahrradrille. Ja, fand ich ganz lustig. Ja, hier dann auch schon an einer der wenigen großen Kreuzungen auf der Tour, auf dem Weg zum Unterbacher See. Und schon bin ich dann auch hier auf dem schönen, etwas nördlich gelegenen Waldgebiet vom Unterbacher See hier entlang. Ja, hier kreuzt man sich auch. Wie ihr seht, der Weg ist ganz prima. Ja, hier dann am Unterbacher See irgendwie eine, ja, Strandcafé nennt sich das. Ausflugsrestauration oder Ausflugslokal. Ihr seht, nicht viel los unter der Woche. Ich weiß gar nicht, was der 26.09. jetzt eigentlich für ein Tag war. Muss ich jetzt mal gerade nachschauen. Ja, das war ein Dienstag. Okay. Dienstag, warum auch immer. Ja, und hier schon ein paar schöne Aussichtspunkte. Ja, das ist dann eigentlich schon der Elbsee. Der ist sehr naturnah und sehr schön. Da gibt es wirklich ganz tolle Ausgucke. Gibt es auch Tafeln, wo man sich das dann angucken kann, was es da zu sehen gibt. Naja, gut. Also ich habe auch mal eine Zeit gehabt, wo ich ornithologisch sehr interessiert war. Das hat jetzt durch den starken Artenrückgang viele Jahre, seit ich jetzt vermehrt Fahrrad fahre, also gut 12 Jahre. Vorher habe ich das immer noch so ein bisschen kombiniert. Radtouren und Spektiv mitnehmen und ornithologisch unterwegs auch interessantes gucken. Ja, hier denn auch mal wieder eine größere Kreuzung und zwar dann schon, ja, das ist dann hier die
Autobahnauffahrt hier irgendwie, die hier, glaube ich, Hilden oder was das ist. Ja, da habe ich dann ganz einfach kurzerhand mal die Möglichkeit genutzt und bin nach McDonald's rein. Ihr seht, alles elektronisch und schon ganz, ganz toll gemacht. Ja, hier übrigens ein Schild, warum ich das fotografiert habe. Und zwar, das war ein Wegweiser, der mich dann hier begleitet hat, ab hier. Und zwar vom ADFC Wuppertal. Und zwar stand dann auf diesem Plakat, also das ist ein Wegweiser, nennt sich Expressroute, schnell, flach, wenig Kfz. Also wahrscheinlich hier irgendwie für Pendler zwischen Düsseldorf und Wuppertal. Extra vom ADFC die Strecke wohl ausgetüftelt worden ist. Ja, hier dann die erste kleine Pause mit den mitgebrachten Dingen vom McDonald's, ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen, um Gottes Willen. Aber man darf ja wohl auch mal ein paar Namen sagen. Ja, gut. Ja, die Pommes, Tüte Pommes oder was ich mir da geholt habe und ein Stückchen Kuchen für unterwegs. Man muss ja immer nehmen, was so gerade auf der Strecke liegt. Ja, hier seht ihr nochmal das Schildchen, was da so drauf steht. Wie gesagt, war immer mal unterwegs anzutreffen. Was ja auch sinnvoll ist, wenn man denn entsprechend da natürlich lang fährt. Ja, hier den Weg hier zwischen fand ich auch ganz witzig. Hier übrigens links auch eine nette Außengastro, also mit Biergarten, irgendwie ein griechisches Restaurant. Und ja, hier quere ich dann auch mal die A46, also unterquere ich die. Ja, und ihr seht gerade rechts auch kurz wieder, war wieder so ein Schildchen. Diese Expressroute gen Wuppertal. Ja, jetzt fahre ich quasi in Richtung Wuppertal, ausgesehen links von der A46, immer entlang. Und ja, hier habe ich mich kurz verfahren, bin ich ein Stückchen wieder zurück. Warum ich hier diesen steilen Weg runter und wieder zurückfahren musste. Ich wollte euch das auf jeden Fall zeigen, weil hier die Mahnert-Mühle ist. Wie ihr seht, ein ganz tolles Fachwerkhaus und leider natürlich an meinem Tourentag leider ausgerechnet geschlossen. Also war nichts mit schönen Päuschen machen da. Aber auf jeden Fall im Netz zu finden, Mahnert-Mühle mit H hinter dem A, Mahnert-Mühle. Und hier bin ich auch schon an einem Bauernhof. Habe ich gedacht, vielleicht kriege ich hier auch noch was Nettes zum Schnabulieren. Der auch einen Hofladen hat, wie ihr seht. Hier sind natürlich die Öffnungszeiten. Ja gut, die hätte ich natürlich vorher recherchieren müssen nochmal. Aber es war ja nicht schlimm. Ich hatte ja Verpflegung und von daher alles gut. Ja, jetzt geht's hier dann auch schon wieder weiter. Also die Steigung in Richtung Wuppertal, das hält sich alles gut in Grenzen. Von daher alles wunderbar. Ja, hier am Ende eigentlich der parallel führenden Strecke zur A46 kommt man dann hier in Stroppmütze raus. Wo auch immer diese Bushaltestelle oder was das ist, hier zugehört. Ich nehme mal an, das ist ein Ortsteil von Grüten, beziehungsweise Hahn. Genau, Hahn. Hahn Ost ist, glaube ich, hier auch die Autobahn auf und Abfahrt. Und ja, da ist es wirklich ein bisschen Käse hier mit dem Radfahren, aber das ist nur wirklich ein ganz kurzes Stück. Ihr seht hier, ne, ich habe das extra mal hier im Video drin gelassen. Recht schmaler Bürgersteig.
Ich glaube, das war tatsächlich auch als Radweg ausgewiesen. Gut, ob das jetzt in die Richtung auch erlaubt war, so what. Ja, um dann hier dann auch wirklich wieder direkt abzubiegen nach wenigen Metern. Und ja, hier direkt wieder ein schöner Ausblick mit Schafen. Es waren so rund 100 Meter, die ab der Kreuzung wirklich ein bisschen beschissen waren, auf gut Deutsch. Aber gut, dann ist man hier auch schon wieder irgendwie auf den Spuren von ehemaligen Bahntrassen oder Straßenbahntrassen, whatever. Und dann kommt man hier auch wieder raus, irgendwo auf einer Straße hier. Die muss man dann leider wirklich befahren. In Wuppertal-Vohwinkel ist das dann hier schon der Ortsteil. Und ja, es ergab sich so, war nicht gerade viel Verkehr. Ich hab dann hier mal die paar Meter tatsächlich dann auch auf der Straße beradelt. Ansonsten kann man da, glaube ich, auch gegenüber auf dem Bürgersteig radeln. Ist, glaube ich, auch erlaubt. Ja, dann hier bei, das war alles früher mal Bahngelände, ist man dann, hat man dann Industrie angesiedelt und ja, man kann dann, ist ein schöner Radweg, kann man dann schön parallel zur Bahnstrecke dann radeln. Dann kommt man hier auch raus, hier in Wuppertal-Vohwinkel. Ihr seht, da ist dann auch die Schwebebahn-Endhaltestelle. Wer denn mag, kann sich die natürlich da auch mal anschauen, was da so fährt. Ist ja natürlich für uns Wuppertaler, ich bin ja gebürtiger Wuppertaler, nichts Großartiges und Spektakuläres mit dem Ding zu fahren. Bin damit groß geworden. Ja, hier habe ich dann, nachdem ich ja verpflegungstechnisch noch ein Defizit hatte, bin ich dann da nochmal kurz im Akzenter irgendwie in die entsprechende Backwaren und habe da leckere Frikadelle mir geholt. Ja, dann hier ist es auch so ein bisschen ein blödes Stück. Ne? Da muss man, um dann hier zur Nordbahntrasse zu gelangen, da wieder ein Stückchen über die blöde Straße fahren. Aber gut, ne, das ist dann halt mal so. Ich denke, das kann man dann auch mal verschmerzen. Ja, hier jetzt einbiegen auf die Nordbahntrasse. Ich hoffe, die heißt jetzt auch wirklich hier ab hier so. Auf jeden Fall ist das die Bahn, also die ehemalige Bahnstrecke schlechthin, die bei allen Radlern sehr beliebt und ja, viel befahren auch tatsächlich ist. Ja, ihr seht, hier habe ich dann natürlich meine Frika aus dem Akzenta vertilgt und anschließend auch, glaube ich, direkt noch meinen Kuchen aus dem McDonald's. Ja, und ja, hab mich dann auch wieder auf dem Weg gemacht. Ja, hier links und rechts von der Strecke sind natürlich dann immer noch so einige Bahnhöfe. Da habe ich dann auch mal wieder zwischendurch ein Fotochen gemacht für Komoot. Ihr findet natürlich unter dem Video den Link hier auch noch. Ihr seht, das sind natürlich auch immer schon mal noch so ehemalige Bahnsteige. Ne? Also das ist schon real da. Die hat man da nicht extra für angelegt. Die waren tatsächlich, beziehungsweise sind da tatsächlich gewesen. Ja, hier einer der ersten Tunnel. Im Sommer ist das ganz toll, wenn man die Strecke bei über 25, 30 Grad fährt, kommt einem das richtig eisekalt vor. Weil es gibt, je nach Länge der Tunnel, tatsächlich ein echt großes Temperaturgefälle. Ja, hier denn auch wieder, das ist eigentlich so meine Anlaufstelle für Currywurst Pommes. Aber da ich mich ja jetzt schon unterwegs ein bisschen verpflegt habe, habe ich da auf den
heutigen Besuch verzichtet. Aber ist wirklich ganz gut da und geht, ja, ich wollte schon sagen, schnell. Nicht wirklich, aber alles normal. Ja, hier einer der nächsten Tunnel. Davon gibt es hier einige auf der Strecke. Ich weiß nicht, 4, 5 oder wie viele auch immer. Ist auch immer eine Frage, was man noch als großen Tunnel oder wie auch immer mitzählt. Ja. Hier links war übrigens die Fertig- bzw. Hausausstellung, ich glaube für ökologische Häuser, war glaube ich letztes Jahr. Wollte ich mir eigentlich angucken, als das dann geöffnet war für alle. Also das Gebäude, was da gerade kurz war, hat damit nichts zu tun. Das ist aber, glaube ich, so die Anlaufstelle für den, für die Vereine, die da alle so sind. Nennt sich Utopia Stadt. Wahrscheinlich ist da auch entsprechend Leute, die da das alles organisieren oder die sich dann da treffen dafür oder wie auch immer. Ja, hier mal wieder einer der nächsten Tunnel. Rechts wieder am Bahnhof. Achso, ja, das wollte ich ja natürlich noch erzählen. Ich bin tatsächlich als junger Mann mit dieser Bahn, die da gefahren ist, auch noch wirklich mitgefahren. Also war zwar für mich immer ein Bimmel Eisenbahn, aber na gut. Jetzt hier die nächste Besonderheit und da kommt dann auch ein bisschen Live-Kommentare bzw. Live-Ton dazu gleich. Ja, deshalb, ich kann ja ein bisschen Reklame machen. Aber da müsst ihr mit drauf sein. Ja, echt? Pröstchen. Genau. Aber ich muss jetzt auch langsam weiter. Ist ja ein toller Zaun hier. Ja. Richtiger Öko-Zaun. Und du bist der Zaungast. Genau. Also macht es gut. Danke. Und kommt gut nach Hause. So, ja, wie gesagt, das war von dem Verein, ich weiß nicht, ob es ein Verein oder eine Institution, jedenfalls Troxler heißen die. Und die haben da einen Kaffee gemacht. Ich war jetzt leider nicht drin, weil filmtechnisch darf ich da ja mit der Kamera eh nicht rein. Außer ich hätte eine Genehmigung. Ja, aber ich bin auch ohne Kamera leider nicht gucken gegangen, aber ich habe einen Bericht darüber im WDR Lokalzeit gesehen und ja, also das dürfte da kuchentechnisch und was, wer weiß, was die sonst noch haben, alles ganz interessant sein. Ja, hier ist jetzt ein ehemaliger Bahnhof, Loh ist das, glaube ich. Der scheint so, als wenn der noch in Betrieb wäre. Ist auch tatsächlich, aber allerdings nicht wirklich. Ach, hier übrigens, ja, ich habe gedacht, welche zwei Scheinwerfer mit einem Auto kommen mir denn da entgegen, waren die Polizei. Ja, Bahnhof Loh, Wuppertal Loh, also L-O-H. Ja, da fahren, ihr habt ja sicher wahrscheinlich auch gesehen vorhin, da liegen tatsächlich noch ein bisschen Schienen und ja, da wird ein bisschen Draisinenfahrten angeboten. Ja, was natürlich spektakulär ist hier auf der Tour, sind natürlich die Ausblicke. Jetzt kommen nämlich hier so einige Viadukte. Ich glaube, Wuppertal-Barmen war das gerade, so Richtung Blick Alter Markt. Ist übrigens auch schwebebahntechnisch sehr interessant. Ich hab das noch erlebt als junger Mann, also live. Als die da die große Schwebebahn frei schwebende Hängeüberbrückung gebaut haben. Also da hat man, ich glaube, das war mindestens ein Stützpfeiler, der immer so alle, weiß ich wie viel Meter auf der Schwebebahnstrecke kommt, musste man da wegmachen, damit man diese Kreuzung da größer machen konnte. Also damit die mehrere Spuren für die Fahrzeuge, weil die Pfeiler da sonst im Weg gewesen wären.
Ja, hier sind wir dann auch schon in Wuppertal-Wichlinghausen. Hier biege ich dann zumindest ab, weiter geradeaus geht es Richtung Hattingen. Kann man dann durchfahren, tatsächlich. Also man muss da wirklich nicht großartig, also die Strecke geht da fast zu 100% auf der ehemaligen Bahntrasse. Ja, hier ein Blick auf Wuppertal-Oberbarm. Ich glaube im Hintergrund, das kann ich jetzt hier auf dem Kontrollmonitor nicht so gut sehen, dürfte auch dieser ehemalige Gaskessel gewesen sein. Da finden übrigens auch diverse Ausstellungen oder Events statt. Ich glaube, man hat mal vor einiger Zeit sogar einen Daimler-Benz da irgendwie reingehoben, der richtig echt war, richtig viel Geld. Zu welchem Anlass, fragt mich jetzt, keine Ahnung. Hier ist übrigens diese Brücke, über die ich jetzt radel. Da ist von unten, die nennt man auch Lego-Brücke, also da hat jemand wirklich exakt von außen unten dran Lego-Bausteine drauf gemalt. Die sind natürlich nicht echt, aber es sieht dann wirklich, ich muss mal gucken, ob ich nicht mal irgendwann davon ein Foto mache. Ist natürlich immer blöd, wenn man über die Brücken fährt, da anzuhalten, kostet alles viel Zeit. Ja, jetzt hier sind wir auch schon in Wuppertal-Langerfeld, hier so ein bisschen, das ist so der ehemalige Marktplatz, ein bisschen Altstadt-Feeling, so minimäßig. Wer hier noch Eis oder Gastro braucht, kann sich hier natürlich noch entsprechend ein bisschen verpflegen. Wie ihr seht, rechts auch noch Steinbrink, eine Bäckereikette. Ja, dann wird es hier, wie gesagt, ab dem Markt auch ein bisschen tricky, man muss dann gucken. Hier hat man jetzt eine richtige Fahrradstraße angelegt, was ich toll finde. Ist allerdings aus fahrradtechnischer Sicht, wenn man das jetzt in andere Richtung fahren müsste, richtig steil, wie ihr seht hier. Ich habe das jetzt mal gefilmt. Ist zwar schön, dass man da Fahrradstraßen anlegt, aber naja, also wer kein Pedelec fährt, und selbst dann ist es immer noch wahrscheinlich für viele auf höchster Unterstützungsstufe und den höchsten, kleinsten Gang dann, wenn man darauf fahren muss, vor allen Dingen, wenn man dann auch noch viel Gepäck hat. Ja, jetzt hier bin ich dann parallel ein Stückchen auf der Beinburger Straße, ist das glaube ich gewesen. Zumindest führt die in Richtung Wuppertal-Beinburg. Aber da bin ich jetzt abgebogen, um dann hier gleich in das Marscheider Bachtal abzubiegen. Hab gerade geguckt, ist richtig Beinburger Straße, war das? Ja, das ist jetzt hier irgendwie so ein bisschen Ortsteil Laken. In dem Ortsteil sitzt auch übrigens Vorwerk, die machen da den Thermomix. Entschuldigung, musste mal husten. Ja, ja, da geht es dann auch mal kurz ein bisschen heftiger steil bergauf, aber dann kommt hier die Strecke durch das Marschader Bachtal. Sehr schön, wunderschön. Und ja, auch wie ihr seht hier rechts einige Fachwerkhäuser, aber ich glaube, da sind noch ein paar mehr. Auch Schieferhäuschen. Hier links jetzt gerade mal eine Imkerei. Ihr seht die ganzen Bienenstöcke hier stehen. Ja, wie gesagt, nochmal an dieser Stelle, Fotos findet ihr auch immer noch zusätzlich in den Komoot-Touren-Link. Ja, hier das Fachwerk bzw. Schieferhaus, schön mit Efeu bewachsen. Hier gerade noch eine Maat, also Grasschnitt. Ja, und noch eine Frau mit einem Pferd und gleich komme ich hier bei der Firma Derostall raus. Da hat man das Gefühl, man fährt mitten durch das Werksgelände. Ja, ich hoffe, das Video hat euch wie immer gefallen. Würde mich über ein Abo freuen. Natürlich auch über Daumen hoch. Ja, und hier noch der Blick in Richtung des Bahnhofs Remscheid-Lüttringhausen. Ich sag mal, winke, winke, tschüss und bis zum nächsten Mal.